eigentlich, ja, mehr oder weniger steht das schon fest, habe ich schließlich einem meiner Abonnenten versprochen, der mich ganz freundlich darum gebeten hat, weil er ja mal sehen will, wie ein Jedi-Schatten so ist. Und wir haben hier auch gleich eine neue Quest, sehr schön. Haben wir nicht schon mal mit dem geredet? Verweilt hier ruhig. Die Luft ist kalt und die Bergpfade sind gefährlich. Worte sind überflüssig, wenn die Macht mit uns ist. Wer seid ihr? Bitte redet. Ihr seht, wie stark ich bin. Wer seid ihr? Was macht ein Jedi hier draußen? Mein Name ist Dozon. Ich wache über Kalett und wandle auf den Wegen, die es umgeben. Ich meditiere über mein Versagen und lerne aus unserer Vergangenheit. Als Padawan kam ich nach Kalett. Hier berührte ich die Versuchung und die dunkle Seite. Nachdem ich einmal versagt habe, handle ich nun durch andere Jedi. Viele helfen mir, Wissen über Typhons Vergangenheit zu erlangen. Diese bahnbrechenden Lichteffekte auf seiner Brust sind natürlich super. Ich sag da jetzt besser nichts drüber. Ein weises Vorgehen. Und ich biete euch meine Dienste an. Ihr seid eine traurige Gestalt. Ein weises Vorgehen. Das Streben nach Wissen führt stets zum Licht. Ihr kennt den Kodex sehr gut. Meine Aufgabe ist schwierig, aber beruhigend. Ich sehe Kalett aus der Ferne, doch berühre ich es nie. Indem ich anderen vertraue, dorthin zu gehen, wohin ich selbst nicht gehen kann, erweitert sich mein Blick. Ich habe von einer geheimen Kammer in Oberkalett gehört, die wichtig für eine tythonianische Maschine ist. Ich will ihre Energie wiederherstellen. Die alten Schriften erzählen von einem Ort des Wissens und der Worte. Mehr weiß ich nicht. Doch die Maschine sollte niemanden in Gefahr bringen. Da sie ohne Energie war, hat die Kammer seit Jahrtausenden geschlafen. Doch es gibt noch funktionsfähige Droiden in den Ruinen. Mit ihren Energiezellen könntet ihr die Maschine speisen. Wenn es mir möglich ist, ja. Das klingt mir weit hergeholt. Das alles wegen einer geheimen Kammer? Wenn es mir möglich ist, ja. Das ist ein guter Vorschlag. Ich tue, was ich kann. Dann geht hin und pflegt den elektrischen Garten. Pflanzt die Samen der Droiden im Boden der Maschine ein. Gemeinsam werden wir die Geheimnisse der Typhonianer lüften. So, birgt die Energiezellen 0 von 4. Das ist aber eine Helden 2 Plus Quest. Also man braucht mindestens 2 Helden dafür. Schaue ich mal, ob ich mich da vielleicht später noch mit einem anderen zusammentue. Ich mache jetzt aber erstmal die Singleplayer Quest. Dazu müssen wir jetzt erstmal hier hoch. Entzünde das Signalfeuer. Da dürfen wir relativ schnell sein. Hier ist auch vielleicht noch ein anderer, der hier kämpft. Den laden wir jetzt aber erstmal nett ein. Ich mach jetzt, wie gesagt, erstmal die Singleplayer-Quests fertig. Uxibestienkuh. Oh, wie süß. Ja. Da ist auch schon unser Signalfeuer. Sehr schön. Hoffentlich haben wir damit die Quest dann auch mal endgültig abgehakt. Jedi, da seid ihr ja. Jedi reden, lernen Energie. Was ist im Tempel passiert? Was haben die Meister gesagt? Sagt es ihm. Jedi reden, scht. Die Ausbildung wird dir gut tun. Es ist alles erledigt. Du bist tatsächlich ein Schüler. Du bist drin. Dem Hohen Rat steht eine dicke Überraschung bevor. Hast du gehört? Du kriegst, was du wolltest. Jagdenergie, Jedi-Energie, Felsenbau, alles, was du verlangt hast. Jedi-Jagen-Kopfding! Jedi-Jagen-Jägerbau! Felsenbau gehen! Er will sagen, dass ihr alles jagen könnt, was ihm gehört hat. Die anderen Fleischräuber, mich, und er geht jetzt. Jedi-Preis! Jedi-Jagen! Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das tun würdet. Ihr habt ihm geholfen und mich gerettet. Ich weiß, wie ich wieder zum Dorf komme. Der Weg ist nicht schwer. Ah, kehre zu Drea Cobbett zurück. Die ist natürlich im Dorf Kalikori. Super.
Na, was soll's. Ich laufe jetzt. Ich gehe zu den Ruinen und später porte ich mich dann gerade ins Dorf und gebe die Quest ab. Da kommen dann bestimmt noch mehr dazu, wieso ich dann noch ins Dorf Kalikori zurück muss. Wobei, ja. Schauen wir mal. Ich könnte natürlich auch hier gleich mit dem Taxi rüber ins Dorf fahren, aber ich muss dann ja später sowieso noch zum Jedi-Tempel. Das können wir dann alles in einem Rutsch durchmachen. Und zu den Ruinen von Kalett muss ich eh zu Fuß laufen. Deswegen machen wir erstmal das hier. Tithonianische Sucher, gegen die haben wir ja vorher schon mal gekämpft. So, das wäre auch schon der erste gewesen. Und der zweite. Und, noch nicht ganz, der dritte. So, weiter geht's. Ich deaktiviere hier lieber mal die Karte. Sonst könnte es passieren, dass wir hier mitten in den Gegner reinrennen. Die hier müssen wir wohl besiegen, aber... Ach, was soll's, die mache ich jetzt erstmal fertig. Die haben eh nicht gerade viel drauf. So. So, und den noch. Ciao. Aha. So. Unser Inventar füllt sich allmählich. Ich gehe danach, glaube ich, aber auch mal, sobald ich die Quest abgeschlossen habe, zu einem Händler und verkaufe das ganze Zeug. So, und wieder einer erledigt. Und jetzt müssen wir hier hoch, um diese alten Computerterminals zu untersuchen. Das ist kein Gegner, sehr schön. So. Sehr schön. Ah. Und das war's auch schon. Sehr schön. So, wir müssen jetzt hier hinten hin. Ob das jetzt da oben oder da unten ist, weiß ich jetzt zwar nicht genau. Es sieht aber mehr danach aus, als wäre es da oben. Das heißt, wir gehen hier erstmal außen rum. Und da liegt eine Kiste, die wir uns natürlich sofort holen. Wird hier nur von einem Gegner bewacht? Na, denkst du. Dürfte trotzdem kein Problem sein. Und das war's auch schon. Hoffentlich ist was Gutes in der Kiste drin. Es wäre wirklich nicht schlecht und wow. Ist es gut? Nee, ist schlechter als unser. Das bringt zwar etwas mehr Willenskraft, aber Ausdauer ist eigentlich wichtiger für uns. Wir packen aber trotzdem mal dieses einfache Fähigkeitsding hier rein. Erhöht die List 60 Minuten lang um 8. Können wir bestimmt später noch gebrauchen. Ja, ich packe das andere Stim auch gleich mal hier rein. Entschlossenheits-Stim. Erhöht die Willenskraft. Okay. Brauchen wir ja jetzt alles noch nicht. Wobei, kann ja eigentlich mal die Schaden so eins einzuwerfen, oder? Weiß nicht. Und da oben ist der Computer und wie kommen wir da hoch? Ach so. Okay. Ach, komm schon. Verarsch mich doch nicht. Das gibt's doch nicht. Diesem einen blöden Gegner hier müssen wir jetzt gleich hier alle platt machen. Was soll's. Immerhin kriegen wir Erfahrung dafür. Und wir leveln ja ganz schön schnell in letzter Zeit. So. Jetzt gehen wir aber hoch. So. Sehr schön. Meister Rajivari ist fort. Der Rat hat überlebt. Wir haben versagt. Sie werden uns holen kommen. Sie müssen uns belagern, wenn sie uns gefangen nehmen wollen. Wir werden nicht aufgeben. Der fünfte Grundsatz von Meister Rajivari lautet, einem Feind Gnade zu zeigen, erzeugt einen Strudel der Vernichtung. Wir werden viele Jedi mit uns reißen.
Okay, daraus soll man wohl irgendwie schlau werden. Sagt mir jetzt nicht unbedingt viel über die Fallen, die in Rachivaris Quelle aufgestellt sind. Aber wir werden es dann ja sehen, was da passiert. So. Den haben wir auch gleich. So. Das war's. Weiter geht's. Der nächste Computer ist... Oh, der ist schon erledigt. Hier. Kein Gegner in Sicht. Dann benutzen wir den doch gleich mal. Noch ein Jedi. Mein siebter für heute. Meister Rajivari hat aus den Verbündeten, die er jenseits der Berge fand, eine ganze Armee gemacht. Jetzt könnten wir sie ganz gut gebrauchen. Aber sie sind verschwunden. Haben nur ihre Diener zurückgelassen. Diese Kannibalen in ihren dummen Lagern. Meister Rajivaris zweiter Grundsatz besagt, dass das ganze Leben eine Schlacht bis zum letzten Atemzug ist. Aber unsere Verbündeten haben uns keine Wahl gelassen. Okay, bleibt noch ein Terminal. Und das ist da hinten. Da laufen wir jetzt einfach mal direkt drauf zu. Und da ist auch noch eine Quest. Sieht zumindest so aus hier, ja. Flinggeld. Flinggeld, ja. Ah. Und ein seltsamer Meditationskristall. Es geht einfach nicht. Warum verlangt mein Meister das Unmögliche von mir? Braucht ihr Hilfe? Warum so hysterisch? Reißt euch zusammen. Braucht ihr Hilfe? Gibt es ein Problem? Oh, ihr habt mich erschreckt. Ich hatte euch nicht kommen sehen.